Aha, der Niklas schreibt, dass ich Ohrkatzel warum nicht? Ohrkatzel. Bist jetzt drin? Hey und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und ja, heute werde ich im Monat reden, weil das ein Special Video ist. Oh, da sind wir auch schon wieder. Bevor ich das ganze Video jetzt anfange, soll ich jetzt einmal die Leute, die noch erwähnt werden wollen. Erst einmal der Pasky. Schöne Grüße gängen an die. Dann da Gapsi. Oder die Gapsi. Ich glaube, da Gapsi. Schöne Grüße an die. Und dann noch der Habo. Schöne Grüße auch an die. So, und was geht's jetzt in dem Video? Das ist ein 20.000 Aufrufe-Special. Und deswegen werde ich die ganze Zeit, oder ich versuche es zumindest, im Mundart zu reden. Aber das ist gar nicht so leicht, weil vor der Kamera bin ich nicht so gewöhnt, dass ich Hochdeutsch rede auf einmal. Das ist so, wie ich drücke Aufnahme und auf einmal rede ich dann Hochdeutsch. Das ist einfach wie ein Reflexion quasi. Also, das ist einfach, das geht einfach ruckzuck. Ja. Aber, ja. Es geht ein bisschen um einen kleinen Rückblick. Ich würde sagen, schauen wir uns das einmal an, was wird. Vor langer, langer Zeit hat der Bernd ja für ein Video aufgekommen. Das sehe ich da jetzt einblendet, wann das war. Ja, und darauf gefolgt sind so viele andere Videos, die was eigentlich recht super waren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte jetzt ein paar Worte zu jedem Video sagen. Zumindest zu ein paar, zu den meisten. Die unwichtigen Videos werde ich einfach auslassen, also einfach nicht wahr. Das Video nach dem Special war dann gleich das Zuschauer erkennt mich. Und da habe ich mich so gefreut, dass mir einfach ein Fan mehr oder weniger angeredet hat und gesagt hat, bist du nicht der Bärendiaffe? Hey, saulässig, mich kennt sogar wer, der was ich nicht kenne. Also Props nochmal an die. Dann habe ich Epic Lala Dance Moves rausgehauen, das war eben das, ja, weil ich das extra nochmal aufladen wollte für euch. Dann war wieder eine Geschichte im Baumhaus. Was passiert in deinem Häusl? Da war wirklich so eine alte Frau, die was mich nicht mehr gehen lassen hat fast. Ja? Ich habe mich voll angeschissen da. So, dann war ein Fake FAQ. Und die Idee war so genial, die will ich jetzt vielleicht sogar noch weiterführen. Aber es war gut, weil keiner hat mir Fragen in die Kommentare geschrieben. Und ich habe mir so gedacht, ich will aber trotzdem einmal so ein Fragen-Antworten-Video machen. Also ich mich einfach fragen, was ich mir selber ausdenke und beantworte es einfach, warum nicht? Und dann habe ich natürlich noch ein Meinungsvideo gemacht. Ja, ein bisschen gegen ein Beef protestiert. Jeder YouTuber oder so viele YouTuber machen Beefs und Real Talks und Statements. Aber das Ganze, das hat keinen Sinn. Dann habe ich geschrieben, schreibt mir Kommentare, dass ich die in ein Video verpacken kann. Hat mir fast keiner. Also, ich habe dann auf das Video Kommentare gekriegt, aber auf die nächsten habe ich dann erst wieder gekriegt. Dann habe ich wieder mal ein bisschen ein Update-Video gemacht. Was ist passiert? Was habe ich gemacht? Wie geht's weiter mit dem Kanal? Und dann ist es gekommen, böse Gesellschaft. Böse Gesellschaft. Ich habe ein Video von der Melina gesehen, wo sie die Haare angeschert hat. Und ich habe mir so gedacht, was ist so besonders dran? Habe ich kommentiert, was ist so besonders daran? Ja, und dann habe ich euch einmal alle Thumbnails gezeigt. Dann habe ich angefangen mit den ganzen Outlast-Videos. Zuerst als Halloween-Special, Outlast 2 Demo durchgespielt und dann Outlast 1 durchgespielt mit ein paar Freunden von mir. Zwischendurch ist einmal ein Minecraft-Video gekommen mit Zeile wieder. Auf jeden Fall ist dann eine kurze Pause gewesen. Da habe ich dann einmal nichts gemacht und dann habe ich gleich wieder ein Comeback-Video gemacht, nämlich Bernie, der Herr der Elemente. Und das habe ich so gefeiert, weil da habe ich gerade Avatar geschaut. Und dann ist einfach mal, habe ich die Idee gekommen, ja, warum stelle ich mich nicht selber kurz einfach mal so als Avatar hin? Und dann habe ich Wakfu Let's Played oder beziehungsweise Let's Tested und es war ganz lustig, finde ich. Ja, dann war das große YouTube-Video. Wie geht das YouTube? Was ist da, welcher Algorithmus ist so vorherrschen und was ist das? Ja, das habe ich da ein bisschen erklärt und das ist eigentlich ganz gut gewesen. Dann habe ich gesagt, dass ich 100 Abos erreicht gehabt habe und eine neue End gehabt habe. Dann habe ich nochmal über den Tanzverbot geredet. Dann habe ich wieder Geschichtenbaumhaus rausgehauen. Da sind wir rausgehauen worden und ja, das war ganz lustig. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Dann ist auch ein Video gekommen, das ist so extrem gut angekommen. Nämlich das Weihnachtsspecial. Das Ich kann Stitch nachmachen und tanze Samba. Ja, dann habe ich das Livestreamen ein bisschen angefangen und habe gesagt, hey, Livestream am Abend. Und da halt angekündigt. Für Ankündigungsvideo 101 Aufrufe finde ich eh saulässig und sauleibernd. Dann ist das Video gekommen, Bernis Kanalgeschichte. Und das war das 100 Abo Special. Theoretisch könnte man sagen, das Video ist jetzt das 140 Abo Special. Aber 140 ist nicht so eine schöne Zahl, finde ich. So, dann habe ich das Format angefangen, wo ich ein bisschen übers Wochenende rede.
Dann ist auch das Whistleblower gekommen, da war meine Mutter und der Alex dabei, das war auch wieder gerade. Und da ist auch der Inside entstanden mit dem verrückten Geschrei. Dann ist das Video gekommen, das ist eine orange 11111. Also, da habe ich mich dann aufgeregt über die Kommentare bei dem Zitronen-Video. Da sollte eigentlich noch ein zweiter Tag kommen. Und dann habe ich wieder ein paar Spiele gespielt, zwei neue Spiele, die was keiner bis jetzt eigentlich wirklich geplayt hat. Eins ist saugut angekommen, es hat 323 Aufrufe. Dann ist ein Vlog gekommen, mein erster Vlog. Und der war aber jetzt nicht so toll, weil der nur daheim war. Also war es eigentlich, ja, unnötig. Das aufwendigste Video zurzeit war dann das. America First, Bear in the Office, Jungle Second. Ich habe einfach gewusst, dass das Video gut ankommen wird. Und es hat einfach, glaube ich, auch die meisten Likes auf meinem Kanal, abgesehen von meinem Zitronenessen-Video. Aber das hat auch die meisten Dislikes, also von dem her. Ja, und dann habe ich das neue Format Bernies Weisheiten gemacht. Das habe ich heute noch immer und auf das bin ich ganz schön stolz. Akinator kennt mich, das war ein Fasching-Special und es ist auch ganz gut angekommen und da bin ich auch wieder froh drüber. Ja, habe ich mich ein bisschen über den Wert aufgeregt, weil das war auch ein wenig ein lustiger Hund. Sagt da einfach, ja, Schwule sind scheiße und ich denke so, na, das triggert mich auch ein bisschen. Ja, dann habe ich ein bisschen über Hipster und Mainstream geredet und dann habe ich ein geiles Lied für euch gemacht, weil es ist so eine gute Community-Satz. What a wonderful community. Jeder liebt es, Musik, ja. Habe ich dann auch gemacht, ein wenig über Musik geredet und was das eigentlich bedeutet. Also man kann anhand der Musik, was ein Mensch hört, ein bisschen sagen, ja, das und das macht er und das tut er gern, so und so ist er vom Charakter. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, muss man so sagen. Dann gibt es auf jeden Fall noch den epischen Eis with Yeti. Das ist, also, so heißt das Video. Es ist ein Hearthstone-Video und das finde ich eigentlich nicht so schlecht. Dann habe ich wieder ein Geschichtenbaumhaus für euch gehabt. Nämlich voll in die Fresse. Da haben wir einfach so eine Garde gehabt in Law in der Disco. Ein paar Fragen beantwortet wieder. Fake FAQ. Die Jahreszeiten geredet und wie sie sich verändern. Dann ist das Lied mit der Bibi rausgekommen. Und da haben wir gedacht, ich mache eine Horror-Version davon. Ist eigentlich ganz gut angekommen, das Video. 223 Aufrufe, das ist starke Leistung, Leute. Dann habe ich ein bisschen Shellshock gespielt. Dann war die Shellshock-Zeit und dann habe ich ein Video drüber gemacht, wo ich einen echten Zombie gesehen habe. Nein, natürlich war es wahrscheinlich nicht der echte Zombie, aber es war voll Clickbait, muss ich sagen. Dann habe ich ein bisschen ein Fidget Spinner Video gemacht, wo ich mich ein bisschen aufgeregt habe, beziehungsweise ein bisschen meine Meinung gesagt habe drüber. Und dann ist der neue Kanal-Trailer gekommen. Ja, da habe ich ein wenig gesagt, ja, das und das wird auf meinen Kanal kommen. Und es war eigentlich ganz gut. Dann habe ich erzählt, dass ich mal meinen Fuß wieder habe und dass ich mit einem hinnigen Fuß auf dem Sporturlaub Isola fahren muss. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Das Video hat mir gefallen, aber ja. Da habe ich echt eine Thumbnail genommen von dem Ort, wo wir waren. Also das war eigentlich ganz cool. Ja, dann habe ich ein Clickbait-Video gemacht, was leider, ich habe mir gedacht, das hat halt wirklich voll viele Aufrufe so, aber es ist, ja. Aber da rede ich ein wenig über Clickbait und es war eigentlich ganz okay. Dann Ferienpraktikum habe ich ein wenig angekündigt, dass ich keine Ferien habe, sondern eben ein Praktikum machen muss. Und im nächsten Video habe ich dann ein wenig was erzählt drüber und ein bisschen mich lustig gemacht mit 2 to the 1 from the 1 to the 3. Also mit dem Lied You reposted the wrong neighborhood. Ja, dann ist das erste Kinderserien-Video gekommen und da habe ich mir halt einfach so ein Video angeschaut und halt erraten, was es war. Ja, dann habe ich ein bisschen Kicker-Serien aufgezählt, die was ich super gefunden habe und das war eigentlich ganz lustig. Dann habe ich Geofilter gemacht und wieder ein Wochenends-Video gemacht und darauf halt wieder mit dem besten Sänger der Niederlande, was ich ein super lustiges Video finde. Butter, 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 mit Romana, ob das gut war. Das war halt da drinnen und das kann man sich auf jeden Fall nochmal anschauen. Ein Video gemacht, weil ein Gerät, dass meine Aufrufe ziemlich runtergegangen sind. Und ich denke mir so, ja, eh, stimmt, sie sind einfach obi. Und ja, dann habe ich ein Kanalbanner-Video wieder gemacht, weil das jedes, alle zwei Monate muss ich mal sagen, dass ich gratis Kanalbanner mache. Das heißt, bald kommt vielleicht wieder ein Video von denen. Ja, dann habe ich ein Video gemacht, wie die Bibi eigentlich so viele Aufrufe machen kann. Keine Ahnung warum, aber das freut mich auf jeden Fall. Dann ist ja schon das erste Outlast-Video gekommen. Ja, dann haben wir zu viel gefressen, weil man sagt, wir haben Zitronen gefressen, also kann ich jetzt einmal zu viel auffressen. Und das war, by the way, das letzte Movie Maker Video, was ich auf dem Kanal gehabt habe. Die anderen Videos sind dann alle schon mit Vegas geschnitten. Und zwischendurch ist einmal das gekommen, YouTube-Abonnenten, und das ist eigentlich wieder ganz gut angekommen. Und das hat mir eigentlich wieder ein bisschen Hoffnung gemacht, dass wieder alles halbwegs gut wird. Genauso wie das Video, krasses Pack-Opening. Das ist dann wieder genauso gut ziemlich angekommen. Also, das hat dann 80 Aufrufe und ich bin eigentlich ziemlich stolz drauf. Ja, dann habe ich auch noch einen Bernie Special Toast gemacht. Und der ist saugut angekommen und ich bedanke mich recht herzlich dafür, weil ich möchte, dass es alle kennen, weil das ist der beste Toast, den man sich je machen kann. Und einfach nachmachen, einfach nachmachen, einfach nachmachen.
Da wird man schon sehen, wie geil der ist. Und ja, dann habe ich ein Video über Individualität gemacht, dann ein Video über die Summit Party und die ganzen fetten Leute dort. Also das haben wir schon gedacht. Dann habe ich ein bisschen aufgeregt, dass die ganzen Kinder viel zu jung sein kriegen. Ganz ehrlich, das ja, ist halt eigentlich so. Und dann war ich einen Tag in St. Pölten auf einer Messe und habe halt mit Anzug ein bisschen noch ein Video gemacht, bevor ich duschen gegangen bin. Neuer Laptop und Energy Mast, also es war einfach keine Ahnung, was das für ein Video war, da ist mir überhaupt nichts eingefallen und ich habe mir gedacht, ich muss euch irgendwas zeigen. Ohne Laptop, den kann man auch schon mal herzeigen, habe ich mir gedacht, warum nicht. Das nächste Video war dann schon das mit den Affenmuffins und auf das bin ich eigentlich ganz schön stolz, weil die Affenmuffins waren so gut. Und ihr könnt euch auf jeden Fall nachmachen, die sind so lecker und die Beschreibung, Anleitung habt ihr alles im Video. Ja, und dann habe ich ein Schicksalsvideo gemacht. Also, habe ich mich ein bisschen aufgeregt, weil einige Leute gesagt haben, ja, jeder findet die Liebe des Lebens. Aber es ist halt manchmal nicht so ganz einfach, es ist so. Und ja, da habe ich mich ein bisschen aufgeregt, beziehungsweise die Wahrheit darüber gesagt, beziehungsweise meine Meinung darüber gesagt. Aber im Endeffekt muss eh jeder wissen, was Schicksal ist für ihn. Und dann habe ich ein bisschen einfach ein Video, allgemein, einfach so, weil mir nichts eingefallen ist, habe ich gesagt, einfach gegen Drogen reden, ja. Ja, und dann ist ja schon das gekommen, Mr. Glückskeks, die Idee war so cool, danke nochmal Lisa, die Bernd-Show. Und die finde ich eigentlich ganz lässig und kommt demnächst auch wieder, aber ich weiß nicht, wie lange es dauert. Hallo Kinder und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mr. Glückskeks. Sehr was, ich bin's, euer Peter. Und ich möchte euch nur sagen, jetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen wir uns in 10 Jahren zurücksehnen. Peter Ustinov out. So Kinder, ich hoffe, ihr konntet etwas von Peter lernen. Und ja, dann seht ihr gleich wieder den Bernie. Tschüss, Freunde. So, das war's jetzt mit dem Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Mr. Glücksgeeks war natürlich trotzdem auf Hochdeutsch. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und im schlimmsten Fall sehen wir uns am Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, schöne Feiertag und ein schönes Duschen. So, gut, Freund, das war's für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es Monat war und es ist voll ungewohnt. Aber es ist alles okay. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und Servus. Ciao. Wow, 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 wow.